Pokalfinale 2015. Der BFC Dynamo trifft auf den SV Tasmania Berlin. Und damit herzlich willkommen zur Pokalfinalübertragung bei Spreekick TV hier im Jahn-Sportpark. Und ich begrüße den verletzten BFC Dynamo-Kapitän Björn Brunnemann. Herr Brunnemann, wie sehr schmerzt es, beim Finale nicht auf dem Spielfeld zu stehen? Ja, erstmal schönen guten Tag an alle Zuschauer von euch. Ja, es schmerzt natürlich sehr, wenn man das heute sieht, so die Rahmenbedingungen. Das ist halt schon Finale würdig. Umso schwieriger und umso bitterer ist es natürlich für mich persönlich, heute nicht dabei zu sein, klar. Der BFC Dynamo ist auf dem Papier der klare Favorit. Welchen Spielverlauf haben wir zu erwarten? Ja, ich hoffe, dass wir nicht nur auf dem Formular der klare Favorit sind. Ich hoffe, dass das, was wir jetzt auch gleich um 19 Uhr von der ersten Minute an zeigen werden. Und dann, denke ich, sind wir durch das Stadion, durch unsere Fans, denke ich, schon klar im Vorteil und hoffe, dass wir das so schnell wie möglich für uns entscheiden können. Danke, Björn Brunnemann. Und damit gebe ich ab an Ihren Kommentator, Tobias Gürtler. Vielen Dank, Sebastian, und auch von mir nochmal ein ganz herzliches Willkommen zum Berliner Pokalfinale 2015. Kommen wir erstmal zu den Aufstellungen. Die Trainer schicken folgende 22 Akteure aufs Feld. Der BFC mit einem 4-2-3-1, im Tor wie gewohnt mit Stefan Flauder. In der Viererabwehrkette starten Martin Zurawski, Philipp Haarstrup, Ersatzkapitän Patrick Brendel und Robin Mansfeld. Auf der Doppel-6 machen sich Joshua Putze und Lukas Rehbein bereit. Linksoffensiv Jibril Njai, genannt Dieter, rechts Christian Preis. Kevin Gutscher auf der 10 und im Sturm komplettiert Andis Schala die Startelf von Thomas Stratos. Miroslav Jagatic ordnet seine Tasmanen in einem 4-4-2 an. Im Tor Robert Schelenz. Vor ihm starten Faruk Sentürk, Leonard Zeke, Ronny Ermel und Okan Isik. Die beiden Sechser sind Kapitän Zvonimir Penava und Mehmet Okan Kirli. Auf der linken Seite wird Salvatore Rogoli versuchen, Druck zu machen. Rechts beginnt Emre Demir. Kevin Lenz zudem etwas zurückgezogen hinter dem Stoßstürmer Kevin Genf. Knapp 7000 Zuschauer wollen das Finale sehen. Eine Top-Kulisse für einen schönen Fußballabend. Der BFC Dynamo gilt hier als klarer Favorit. Der Regionalligist spielt als Aufsteiger eine solide Saison. Tasmania, das zwei Klassen tiefer in der Berlin-Liga antritt, ist mit dem Saisonverlauf nicht ganz zufrieden. Heute steht der Höhepunkt bevor. Die Weinroten vor 2 Jahren an gleicher Stelle schon einmal im Finale. Kevin Gutsche, damals der gefeierte Held. Der Mann mit der Nummer 7 soll es heute auch wieder richten. Die erste Chance hat aber Tasmania. Ein weiter Ball, eigentlich keine Gefahr. Haarstrup und Brendel, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Aber Kevin Genf kann davon nicht profitieren. Brendel trägt heute erneut die Binde. Der eigentliche Kapitän Björn Brunnemann fehlt verletzungsbedingt. Ein bitterer Ausfall für den BFC. Die Erfahrung des ehemaligen Profis von großer Bedeutung. 10 Minuten sind absolviert und der BFC kommt langsam in Fahrt. Hier steht Joshua Putze, völlig blank. Ein kraftvoller Volley, aber Robert Schelenz ist auf dem Posten. Achtung, Achtung, jetzt wird's richtig hübsch. Und zack! Lukas Rehbein mit der Hubschrauberfinte wie ein Zinedine Zidane. Diese Aktion bis dato der größte Augenschmaus und ganz praktisch, es entsteht sogar eine Chance daraus. Christian Preis meldet sich zu Wort. Die Gefahr hält sich allerdings in Grenzen. Dynamo macht unbeirrt weiter. Der Favorit auf eine schnelle Führung bedacht. Putze, der wird hier nicht angegriffen. Ja, da probiert das einfach mal. Aber Robert Schelenz hält seine Mannschaft hier weiter im Spiel. Der Keeper wie gewohnt mit einer sicheren Ausstrahlung. Der BFC unermüdlich, ohne dabei richtig zu glänzen. Martin Zurawski kommt nochmal aus dem Hintergrund. Es fehlt ihm aber der nötige Schluck Zielwasser. Eigentlich als Verteidiger aufgestellt, stürmt der Linksfuß mit nach vorne und es sollte nicht seine letzte Offensivaktion am heutigen Tage sein. Aber was macht eigentlich Kollege Kevin Gutsche? Wenig Ballkontakte, keine richtige Bindung zum Spiel. Hier versucht er es mal aus der Distanz, mehr als ein Versuch ist es dann aber auch nicht. Mit einem 0:0 geht es in die Pause. Der BFC nach einer kurzen Schlafphase zu Beginn nun die spielbestimmende Mannschaft. Allein das Tor fehlt dem Traditionsclub, der bisher schon 3-mal den Berliner Pokal gewinnen konnte. Die Tasmanen schwören sich vor Anpfiff der zweiten Halbzeit nochmal ein. Lange die Null halten ist die Devise, Konterangriff als eine Art Befreiung. Die erste Chance hat aber direkt wieder der BFC. Das Team von Trainer Thomas Stratos kommt mit Christian Preis. Hoppala! Aber Kevin Gutsche ist hellwach. Ganz sauber und da hinten ist Zurawski!
Tor für den BFC Dynamo. In der 51. Spielminute köpft der Linksverteidiger die Führung für den Favoriten. 2011 stand Zurawski im Kader von Jahn Regensburg. Beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach wurde er allerdings nicht eingesetzt. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Die BFC-Anhänger nach der Führung nun auch endlich richtig im Pokalmodus. Tasmania hingegen wird geschockt. Der Regionalligist mit einer Angriffswelle nach der anderen. Gutsche bekommt den Ball. Jetzt versucht er es nochmal selbst. Schelenz guckt ihn rüber. Dann ist Gutsches Arbeitstag beendet. Heute zwar ohne Tor, aber vielleicht bringt die Vorlage ja diesmal wieder die große Fußballbühne. Dynamo drückt jetzt auf die Entscheidung. Preis sieht Njai, der Senegalese, bereits mit 10 Pokaltoren. Schillens verhindert Nummer 11. Doch Dieter bekommt noch eine Chance. Jetzt schauen Sie mal genau hin. Ein Lehrbuchbeispiel für einstudierte Freistoßtricks. Der Abschluss allerdings ausbaufähig. Letzte Aktion. Nochmal Einwurf Tasmania. Kapitän Pinava entscheidet sich für die lange Variante und sorgt für Tohuwabohu im Strafraum. Aber nein, auch hier keine Gefahr für das Tor von Stefan Flauder. Wenig später beendet Schiedsrichter Max Borda die Partie. Der BFC Dynamo bezwingt Tasmania Berlin mit 1:0, ohne sich dabei sonderlich mit Ruhm bekleckert zu haben. Die Weinroten einfach mit viel mehr Aufwand als der Underdog. Das Team von Miroslav Jagatic wohl einfach zu zögerlich und verhalten. Der BFC Dynamo jedenfalls kann jetzt schon mal die Daumen drücken, einen attraktiven Gegner im DFB-Pokal zu bekommen. Über die Bayern würde sich bestimmt keiner beschweren.